Hinter mir logischerweise die Donau. Wir sind die ersten 90 Kilometer jetzt gefahren von Budapest Donau aufwärts, also in Richtung Wien. Logischerweise, wir sind noch komplett in Ungarn unterwegs. Wir sind auf der Ostseite der Donau gefahren, beziehungsweise ab jetzt Südseite. Da ist übrigens die Grenze, drüben ist die Slowakei. Slowakei werden wir morgen umsetzen. Note 5 bis 6 für den Radlweg. Ausschilderung katastrophal schlecht und auch sehr schlecht die Routenführung. Die ersten 20, 30 Kilometer aus Budapest raus, wunderbar, ein Traum. Du denkst dir, ah, so ist es also, wenn die Ungarn einen Radlweg machen. Und dann fahrt man auf die Straße. Straße Nummer 11, bei uns würde man sagen, das ist eine Bundesstraße. Und dann fahren die halt mit 100 an dir vorbei. Und sowas nennen die Donau-Radweg. Per Definition ist ein Radweg das, was ein Radweg ist. Also etwas, wo Radler fahren. Aber das ist im Prinzip eine Straße, wo man halt ein Schild hingestellt hat. Erinnert uns ganz schwer an den Landkreis, aus dem wir kommen, Eichach-Friedberg. Da macht man es ähnlich. Man baut keine Radlwege, sondern man stellt einfach ein Schild an die Straße und sagt so, die Straße ist jetzt auch ein Radlweg. Also erster Tag, Donau-Radweg, sehr enttäuschend. Morgen, wie gesagt, setzen wir zur Slowakei über und mal gucken, ob es die besser machen.